Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Sonntag heißt, wir gucken uns wieder eure Trophäen-Lodges an. Wenn ihr auch noch eine Lodge habt, die ihr gerne zeigen möchtet, dann joint einfach dem Discord. Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Channel, der heißt COTW Trophy Lodge React. Und da schreibt ihr einfach euren Steam-Benutzernamen rein, euren Steam-Freundescode und welche Lodge ich mir angucken soll. Und dann seid ihr demnächst irgendwann an der Reihe. Genauso getan hat es auch Lian, der hier seine Lodge eingereicht hat. Soseka Safari 1. Hat er noch was dazu geschrieben? 130 Spielstunden. Perfekt. Okay, dann gehen wir rein in die gute Stube und checken mal aus. Wir starten mit einem gescheckten Dammhirsch, der hier am Eingangsbereich steht. Und auf der anderen Seite ein gescheckter Rothirsch. Also zwei Rares direkt hier am Start, beide sogar am gleichen Tag geschossen, die wir hier finden. Dann da oben nichts, aber hier geht es weiter mit einem Diamant, 251er Dammhirsch ebenfalls. Dann haben wir hier noch einen Truthahn in Goldwertung, hier ist leer, aber hier noch ein nächster Rare, nämlich ein Albino Kudu in weiblich. Ansonsten der Raum hier leer, wahrscheinlich wird die Lodge hier eh relativ leer sein. Aufgrund der Spielstunden logischerweise. Oh, eine Waffe hängt da oben, Alter. In die Malma. 41 Schüsse. So, hier aber alles nix, alles nix. Dann gehen wir hier weiter, denn hier kommt das nächste Tier. Ein Truthahn, der auch wieder in Diamantwertung. Die Wand hier leer, aber hier auch noch ein kleines Wildkaninchen. Ebenfalls Diamant. So, die Wand ist auch leer. Also, wir checken Maultierhirsch in Blond und Diamant. Also hier auch 337, auch kein schlechter, ne? Schon guter auf jeden Fall. Dann noch ein Diamant Gnu, was hier am Start ist. Ein Diamant Rothirsch noch. Vorne ja schon einen gescheckten gesehen, jetzt hier noch ein Diarodi. Ansonsten hier nix, hier wahrscheinlich auch nix. Würde ich jetzt behaupten. Und wir gucken natürlich der Vollständigkeit halber nach. Nicht, dass hier das super rare Dingen steht und wir das hier aus fahrlässigen Gründen nicht sehen. Aber ne, hier ist nichts. Andere Seite sehen wir aber zumindest ein paar Geweihe im Gang hängen. Also da wieder ein paar Tiere zu finden. Einmal hier toller Rollneuner von den Rothirschen, 239er. Dann ein Rentier, 337. Hier noch eins, 328. Und noch ein Maultierhirsch, ebenfalls 269er. Goldwertung. Hier im Raum ist wahrscheinlich auch nichts. Nee. Dann ab nach hinten. Und gucken, was uns da erwartet. Wir checken einmal hier den Raum. Der ist aber leer. Wahrscheinlich ähnliches auf der anderen Seite. Ja, auch leer. Logischerweise. Und dann mal gucken, was hier noch kommt. Hier ist auch viel leer. Aber eins steht noch hier. Ein Huber in Diamantwertung, den wir hier noch liegen haben. Und damit sind wir schon durch. Fix wie nix. Aber ey, 160 Spielstunden waren schon auf jeden Fall einige Dias. Also die hätte ich nach 160 Stunden auf jeden Fall nicht, kann ich euch sagen. Insofern, ja, gezählt dazu, zu den ganzen Diamonds. Ein paar Rares haben wir gesehen, Albino, zwei gescheckte. Für die Spielzeit auf jeden Fall ganz ordentlich. Und wir gucken mal, was die nächste Lodge. Und das ist die Lodge hier von The Sniper Rifle. Das ist die Safari 1 auch hier am Start. Und das wird wahrscheinlich anders ablaufen, denn er schreibt ja 75 Spielstunden. Also die Hälfte von eben von gerade. Gucken wir mal, was er in der Hälfte geschossen hat. Zumindest zum Zeitpunkt des Reinschreibens hat er 75 gehabt. Ist natürlich auch schon wieder gut anderthalb Monate her. Also vielleicht auch mittlerweile ein bisschen mehr Stunden gesammelt. Wir starten auch hier mit einem gescheckten Rothirsch. Hatten wir gerade schon in der anderen Lodge in Goldwertung und hier auch in weiblich. Auch hier, ich sehe ein Bild, Alter. Auch hier am gleichen Tag, genau wie gerade in der Lodge, hier zwei gescheckte. Ansonsten hier auch leer. Ja, der Raum ist komplett leer. Da hinten ist dann wahrscheinlich auch nichts. Nee, ich sehe nichts, was da hockt. Die Wand ist leer. Die Wand ist nicht leer. Da oben haben wir einen Rothirsch, der ebenfalls mit Goldwertung 213er und hier ein Rare auch tatsächlich. Sogar ein Super Rare, oder? Sogar ein Super Rare. Alter, an meinem Geburtstag geschossen. Ist ja klar, dass er Super Rare ist. Ist ja klar.
27.09., da habe ich Geburtstag. Ey, aber okay. Nach 75 schon super rare, da warten andere ihr ganzes Leben drauf, ne? Gut, kann natürlich immer noch so ein Ding sein, was irgendwie im Mundspieler-Lobby geschossen wurde, aber keine Ahnung, da wird wahrscheinlich die ganze Lodge anders aussehen. Deshalb, ja. Super rare auf jeden Fall am Start. Nice, nice. Dann haben wir hier Warzenschwein in Diamant. Wir haben ein Goldelch. Und hier wahrscheinlich nix. Auch wieder anderen Lodge ebenfalls. Einmal check. Nö. Genauso wenig wie hier. Gehen wir rüber, aber da wird wahrscheinlich auch nichts sein, so wie ich das hier sehe. Also hier. Junge, das ist wilde Lodge, oder? Handvoll Tiere, aber ein Super Rare. Gibt's eigentlich Leute, die sich so ins Spiel einloggen, Alter? Und dann direkt so. Keine Ahnung, First Try so einen Great One finden und den einfach wegholzen, weil die gar nicht wissen, wo das ist, ey. Gibt's bestimmt, oder? Das wäre richtig lustig, ey. Das wäre richtig lustig. Einfach so schön so ein, weiß ich nicht, so ein... Den Super Ray mal verballern kann mit der 243. Elch. Schön erstmal so ein Elch Super Rare, Alter. Schön erstmal wegholzen mit der 243 und... Ruf da. Ja, gut, die räumen hier auch leer, logischerweise. Wahrscheinlich da hier ebenfalls. Checken wir einmal aus. Ne, ist aber nichts drin. Also gehen wir hier nach hinten. Ein Wolf haben wir aber noch in Gold. Dann einen gescheckten Weißwedelhirsch in weiblich. Hier noch einen Karibu in Goldwertung. Mitte steht nix. Hier noch ein Rentier in ebenfalls Goldwertung. In der Mitte Diamant. Rothirsch. Der hier steht, dann haben wir noch einen Diamant-Dammhirsch, ein Salzwasserkrokodil in Silber, hier nix, Banteng in Gold und zu guter Letzt noch ein Samba, ebenfalls Goldwertung. Und dann sind wir dann auch schon wieder durch die Lodge und können hier raus. Ey, aber nach dem Spiel schon auf jeden Fall ein Super Rare, Junge. Da kracht's aber, ne? Da krass, vorhin gestern von 2023, da muss ja also in den 75 Spielstunden enthalten sein, ne? Das heißt, wenn er jetzt wieder ein paar mehr Stunden hat, muss er ja schon auf jeden Fall ziemlich am Anfang geschossen worden sein. Ja, aber auch hier. Für die Spielzeit, Junge. Junge, da hätte ich vielleicht gerade einen Hasen geschossen. Nach 75 Stunden. Ne? Also, mein Einstieg. Ja gut. Als ich 75 Stunden hatte, gab es aber nur Hirschfelden und Layton. Ich konnte gar kein afrikanisches Viech da schießen. Aber gut. Wir gehen raus und aber wir haben noch genug Zeit, mir eine dritte Lodge heute anzugucken. Und die dritte Lodge im Bunde ist die von Emilio Power, Saseka Safari 1 auch hier. Da stehen wir vor, also hereinspaziert. Und gucken, was wir hier noch erwarten können. Wir starten mit einem Wiesent gescheckt. Und auf der anderen Seite ebenfalls ein geschecktes Wiesent. Also zwei Stück schon mal hier am Start. Dann da oben haben wir eine gescheckte Stockente, da geht's weiter mit den gescheckten Jungen. Alles gescheckt hier anscheinend. Da oben auch noch ein gescheckter Elch, weiblich, genauso wie da oben. Dann haben wir hier den gescheckten Weißwedelhirsch und da noch eine gescheckte Stockente hier auf jeden Fall. Die Lodge der Scheckung. Aber hier ist ein Spießbock drin und der ist nicht gescheckt, aber dunkel. Dafür natürlich auch seltene Fellart bei denen. Und hier eine Braunhybride, aber Dia Gans, wollte gerade sagen, Braunhybride nicht so selten bei denen, aber Dia natürlich glatte Neuner Gans hier auf dem Sideboard. Ansonsten der Raum hier auch leer, aber ich habe gesehen, da hinten an der Bar, da stehen auf jeden Fall ein paar Tiere, deshalb gucken wir uns die natürlich erstmal an und starten hier mit einer dunklen Shellente. Selten? Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich nicht. Aber hier ein Dia-Truthahn. Noch wilde Pose, ne? Mit den Füßen, Alter. Was ist das für eine Pose? Wie so Jesus am Kreuz einfach genagelt, ey. Alter, das ist wild, ey. Eine leuzistische Challenge, Junge. Die ist natürlich schön mit diesem weißen Kopf, den sie hat. Dann hier zwei melanistische Wildkaninchen, die wir hier noch sehen. Auch immer schön. Hier wieder ein paar gescheckte Enten. Zwei männliche Stockenten. Dann noch eine Diagans, die wir hier haben. Einen Diamant-Auerhuhn. Noch eine Diagans und wieder zwei gescheckte Stockenten hier auf der Seite. Und da auch noch ebenfalls zwei gescheckte, die wir da haben. Also, ab da hinten viel Vogelvieh auf jeden Fall hier. Und auch viele, hier auch nochmal Wildkaninchen in
In dir Kaninchen auch auf jeden Fall ein paar. Und hier leuzistisches Florida-Waldkaninchen. Junge, ich schwöre, wenn ich das sehen würde, Alter, ich würde niemals erkennen, dass das leuzistisch ist. Das sieht aus wie normales, ne? Irgendwie ein bisschen. Ich hätte es nicht erkannt. Aber ey, jetzt zum leuzistischen. Gehen wir nach hinten. Hier erwartet uns ein Truthahn. Auch nochmal Diamant. Ansonsten die Wand leer. Hier auf der Seite auch wieder ein Buschhase. Ich glaube, der ist normal. In Grau. Dann haben wir hier auf dem Sideboard nix. Hier aber der nächste gescheckte Elch. Diesmal auch ein männlicher. Bronzewertung 151er. Dann ein melanistisches Bison. Was hatten wir da vorne? War denn auch Bison? Weiß nicht mehr, Bison oder Bison. Hier melanistisches Bison. Auf jeden Fall deutlich schöner als die gescheckten. Weil so richtig Scheckung haben die nicht. Die sehen aus wie leuzistisch. Weiter geht's mit, nochmal Wiesen. Wieder zwei Stück auch hier. Die wir haben, zwei gescheckte. Ich glaube, da vorne waren auch Wiesente, oder? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hier, Junge, richtig viele seltene Rinder, die wir anscheinend in Lodge auch haben. Abseits von den gefiederten Freunden. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Erstmal gehen wir hier, aber das scheint hier alles leer zu sein. Ich check mal einmal den Raum hier. Ja, der ist leer. Hier hinten wahrscheinlich dann auch. Da zieht sich ein bisschen durch Lodges durch, ne? Dass hier die rechte Seite wie komplett vernachlässigt wird. Mal gucken, ob hier die linke voll ist oder ob auch hier nur da hinten dann weitergeht. Denn hier sieht es, glaube ich, auch leer aus soweit, wenn ich es richtig sehe. Ja. Auch hier leer und damit können wir auch hier schon wieder nach hinten gehen. Ich glaube, er hat gar nicht dazu geschrieben, wie viele Stunden er hat, um ehrlich zu sein. Jetzt noch nachgeguckt, aber auf jeden Fall Lodge auch nicht ganz gefüllt. Macht aber nichts. Denn hier, gescheckter Elch, geht's mit weiter. Hier wieder die gescheckten. Auch hier der nächste gescheckte Elch. Ansonsten hier wieder die gescheckte Ente. Diesmal in weiblich. Da oben auch noch eine gescheckte weibliche. Wahrscheinlich auf der Seite hier das gespiegelte Bild. So sieht's aus. Gescheckt, gescheckt. Und gescheckt, gescheckt. Also hier die Elche und Enten gut vertreten. Der Raum hier ist leer. Mal gucken, was hier im Raum ist. Auch der ist leer. Dann können wir direkt hier nach hinten steppen und gucken, was uns hier noch erwartet. Denn hier ist nicht leer. Hier ist ein Wildschweinendiamant. Erstmal 146er. Dann haben wir noch ein paar Enten. Nämlich, oh, die Kragenente auch. Noch eine gescheckte Kragenente. Und noch eine gescheckte Kragenente. Hier dann wieder ein paar gescheckte Stockenten in weiblich. Drei Stück. Ein Dia-Grauwolf haben wir auch hier. Also nächster Diamant. Dann haben wir, oh Jungs, das ist für ein Skin hier, der ist wild. Der ist wild, Tsurugi, 1700 Schüsse auch immerhin drauf. Also schon einiges auch geschossen. Auch hier mit der Olsen 308 2499 und Norden 805. Schwarzkorn und Wildschwein erstmal hier, natürlich seltene Fellfarbe bei denen. Ganz nice, dann hier wieder gescheckte Ente, gescheckte Ente, gescheckte Ente und gescheckte Kragenente. Hier haben wir einen Rothirsch im Dia-Multimount mit einem melanistischen weiblichen. Alter, melanistische weibliche sieht man echt selten, ne? Ja, die haben wir wirklich ganz selten in der Lodge gesehen, was wir auf Schwein gesehen haben. Gescheckt halt dauernd und sind meistens im Multimount, aber melanistische? Wahrscheinlich schon mal gesehen in einem Mela-Multimount oder so, aber sieht man nicht so häufig. Liegt auch daran, dass melanistisch natürlich deutlich seltener ist als gescheckt auch, ne? Dann hier Albino-Fasan, den wir haben. Einen weiblichen. Hier ist ein Diamant-Waschbär, der hier sitzt. Hier dann melanistischer Rehbock, Alter. Das ist natürlich auch geil. Schöne Trophäe. Richtig, richtig nice. Hier geht's weiter wieder mit Wiesen. Da sind sie wieder Albino, aber diesmal kein gescheckter. Albino Wiesent und einen Diamant Wiesent im Multimount. Hier einen grauer Puma auch in Diamant, 39,1. Dann hier, ja, das ist so das Mount, was man eigentlich immer sieht, ne? Dia Rothirsch mit einem gescheckten weiblichen. Hier auch dann in der Lodge. Da oben noch ein Dia Rothirsch, den wir haben. Und hier Multimount nochmal. Diamant Dammhirsch, alle drei in Diamond. Und zu guter Letzt noch ein Diamant Wildschwein, was wir hier sehen. Ja, ey, auch gute Lodge auf jeden Fall. Sehr viele Enten, sehr viele Wiesente und einige gescheckte, die wir hier gesehen haben. Insofern auch eine gute
Sammlung. Und wir können hier raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.